Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute Fabian mit dabei. Ja! Ja! Wir wollen es umdrehen. Aber dann! Leute, es geht zum Spiel Türkei gegen Georgien. Ich habe spontan noch ein Ticket bekommen. Dank diesem jungen Herren. Sehr korrekt. Und auch an Tops riesen Dankeschön, die das auch mit organisiert haben. Wir fahren jetzt ins Stadion, BVB Stadion. Und es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich drauf. Ja, ich würde sagen, BVB gegen Georgien. Ja, aber wird auf jeden Fall geil, Leute. Vorgestern kamen auch schon Vlogs. Irgendwie bin ich seit allen Tagen gefühlt bei den Spielen dabei. Sehr geil. Und deswegen, Leute, heute das erste Mal vor 80.000 Türkei. Erstes Spiel. Die Fans werden ausrasten, oder? Heimspiel Türkei. Oder? Ja. Ich sag 2-1 wird Türkei gewinnen. Was sagst du? Ja, ich sag schon 3-1. Ja? Meinst du? Aber Georgien hat Kvaratskhelia. Kvaratska. Ja, der macht seine Ding. Ja, danach kommt hier. Und Arda, der rasiert. Okay. Obwohl ich mal Türke bin, ich fühle Türkei. Da siehst du aber aus wie Türke, also sagen wir alle. Deswegen, heute bin ich immer. Ja, aber wir fahren jetzt hin, wir müssen noch circa eine Stunde oder so fahren, eine halbe Stunde. Ja. Und dann sind wir da, Leute. Schön hier noch ein Benzer am Start hier. Hm? Läuft bei dir, Bruder. Mein Alter sah auch so aus, ja. Dein Alter? Wo ist der? Ist weg. Wir sind noch V-Opel. Das ist ein Nachteil. Ist so, Leute. Daumen da lassen. Einer einfach Fahne verloren. Der Stau beginnt jetzt schon, Alter. Ach du Heiliger. Das ist nicht mal so an Dortmund-Spieltagen, dass der hier beginnt. Hier, oder? Das ist ja schon krass. Eieiei. Wir haben 2,5 Stunden vor Anpfiff. Tschüss, Bruder. Was ist das für ein Auto hier? Eieiei. Urus in Gelb mit Türkei-Fahren. Krank. Eieieiei, gleich fängst du an zu hageln, Alter. Hallo, willkommen in Deutschland. Ein Tag 30 Grad, dann wieder Schnee, dann Hagel, dann Regen. Wir sind jetzt hier in Dortmund angekommen. Wir müssen jetzt einen Parkplatz suchen. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Aber das Wetter ist wirklich Katastrophe. Ey. Wir haben einen Parkplatz, Leute. 27 Minuten weg vom Stadion. Das ist unglaublich. Zu Fuß bei dem Wetter, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Also sowas habe ich noch nie erlebt in Dortmund. Das ist heute wirklich Jubiläum. Das Wetter, also bei unserem Glück wird heute das Spiel abgesagt. Zu viel Regen. Es ist so krass am Regnen, in Stürmen. Der Platz ist unbespielbar gerade. Ich bin gespannt. Also kann wirklich sein, dass das abgesagt wird. Ich mach kein Auge. Ich mach kein Auge. Aber ich bin ein Realist. Er ist heimlich für Georgien. Was laberst du, du Bastard? Deswegen sagt er das. Ich bin selber ein Türke. Ich werde nicht abgesagt. Sei leise, pack mal lieber richtig. Ich bin deine Felgenot. Er ist für Georgien. Ihr seid ja die ganze Zeit abgesagt und so. Yeah. Ist voll gut für Georgien und das und das. Deswegen, guck mal, der macht. Scheiße. Okay, Leute, jetzt wünscht uns Glück, zum Stadion zu kommen bei dem Wetter. Alter, hört ihr das? Seht ihr das? Das wird jetzt die Hölle. Wir haben Sommer in Deutschland. Geil. EM-Feeling pur. Ich habe gerade einen Anruf bekommen aus dem Stadion. Katastrophe. Also Platz ist am Schwimmen. Man denkt einfach Schwimmbad. Und manche Plätze können nicht belegt werden, weil alles mit Regen überschüttet ist. Das gießt vom Dach runter. So gießt. Deutschland, Deutschland. Willkommen in Deutschland, Junge. Geil. Meine Damen und Herren, umsonst nach Dortmund gefahren. Absage des Spiels Türkei-Georgien. Er macht wieder Orgel. Ich schwöre, wenn das nicht offen wird, abgesagt. Und was noch mal wetten, Chat, in diesem Vlog hier. Es ist safe abgesagt. Guckt euch das an, das Wetter, Mann. Das habe ich ja noch nie erlebt, Alter. Was ist das? Guckt euch das an. Guck mal! Bruder, was ist das denn, Leute? Video aus Stadion, guck mal. Bruder, wer soll sich da hinsetzen? Guckt euch das an. Ey, genau das sind unsere Plätze, Bruder, kennst du? Oh mein Gott, ja. Also ich habe wirklich wenig Hoffnung noch. Eigentlich können wir sitzen bleiben. Das ist gerade die Waschanlage hier. Aber was hast du bezahlt, Bruder? Einfach diese Full-Wasch? Bruder, hab ich nächste Kosten. Ja, gratis. Stark, Alter. Ja, einfach gratis. Mit Felgenreinigung, Bruder. Mit Felgenreinigung? Sogar schau. Ey, wir gucken gerade im Internet, Freunde, es sieht nicht gut aus. Stadion ist abgeriegelt. Ja, mit aller Voraussicht nach abgesagt. Das kannst du keinem erzählen, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wie soll das aber so im Wetter stattfinden und Stadion kann man auch nicht zumachen, also ganz vergessen. 16:45, wir müssen jetzt eine halbe Stunde laufen. So, Bruder, du musst jetzt den ersten Schritt machen. Türe auf, jetzt geht's los. Es geht los, Leute. Wow, Bruder! Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Oder mach auf! Ey! Tschüss. Hallo! Also Respekt, wenn das Spiel stattfindet, Leute. Wir sind jetzt gerade aus dem Auto raus. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Bruder, Alter, was ist das da? Junge. Ach du Heiliger. Oh, jetzt geht's los. Erste Hürde ist überstanden. Wir sind jetzt irgendwo U-Bahn runtergegangen. Wir versuchen jetzt die Station mit der Bahn zu fahren. Es ist schon ein bisschen besser geworden mit dem Regen. Ja, komplettes Abenteuer. Man denkt an Uncharted hier. Alles ist nass. Bei dir auch alles nass, ne? Mein Arschloch ist nass.
So, Regen ist besser geworden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Let's go, Alter. Wir sind on the way. Wir haben hoffentlich das Schlimmste überstanden. Yes, Leute. Hier wird Stimmung gemacht. Türkei. Jawohl, Junge. Fabian, du bist wohl auch zum Türken, Alter. Klar, Junge. Fabian. Let's go, Alter. Guck mal hier. Scheiß auf das Wetter, hier wird trotzdem Stimmung gemacht. Jawohl, genau wie man filmt. So, Tops hat uns heute eingeladen. Sehr korrekt, Leute. Wir sind jetzt gleich schon am Stadion angekommen. Wetter ist immer noch Katastrophe. Wird mal mehr, mal weniger. Aber die Leute haben alle trotzdem gute Laune und freuen sich aufs Spiel. Ganz wichtig. Und da sind wir, Leute, am Stadion. Ey, letztes Mal war ich hier, was das letzte Spiel von Marco Reus war. Das letzte Heimspiel. Und jetzt sind wir hier zum ersten Türkei-Spiel. Die Georgier sind auch schon am Start. Und jetzt geht's rein, Alter. Ich hab so Bock auf das Game. Here we go. Die meisten sind schon drin. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir haben es geschafft. Ja, wir sind drinnen. Endlich kein Regen mehr. Jawohl, Leute. Wir haben es geschafft. Ey, sein Regenschirm war Gold wert. Der war mehr als 100 Euro wert, dieser scheiß Regenschirm von dir. Der hat uns den Arsch gerettet. Hol dir deine Bockwurst. Wir sind da, Leute. Wir sind die ganzen Georgier. Jetzt gehen wir zu unseren Plätzen. Wir haben richtig geile Plätze anscheinend. Direkt in der Mitte. Krank. Boah, wir sind direkt hier, Alter. Wir müssen jetzt zu unseren Plätzen hoch. Guck mal, wie nah wir gerade sind. Wahnsinn, guckt euch das an, Leute. Wie nah wir an den Spielern sind. Ist das krank, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Gehen wir zu unseren Plätzen hier hoch. Wir sitzen da oben irgendwo, let's go. Aber oh, wir sind genau richtig. Jetzt kommt die Aufstellung der Türken. Und wie laut das ist, Leute. Number 6, Orko. Number 8. Geil. Bruder, die sagen gerade, hier kommt die Aufstellung von Georgien, man hört gar nichts mehr. Bruder, das ist ein komplettes Heimspiel. Ein komplettes Heimspiel. Aber das Mini, aber das Mini. Bitte schaut mal, überall siehst du Rot. Überall gefühlt, fast nur Rot. Das ganze Stadion, Leute. Ja, das ist wirklich verrückt. Nur ein paar Ausnahmen, mal da nicht, aber das ist auch so geil groß, oder? Guck mal hier. Da ist Georgien. Alter, das ist so verrückt, Leute. Das ist krass. Ja, Leute, jetzt geht diese Zeremonie wieder los. Ne? Das dritte Mal, diesmal so nah. Es ist eine absolute Gänsehaut. Der Soundtrack ist geil. Kann jeder sagen, was er will. Der Song ist so geil. Der ist direkt Gänsehaut. Wahnsinn. Oh, das wird jetzt wieder abgehen hier. Wie sonst was? Let's go. Ich hab so eine Gänsehaut, Leute. Wahnsinn. Oh. Gänsehaut! Gänsehaut! Oh, es ist unfassbar! Let's go! Die Spieler kommen raus! Salalolu! Arda Güler! Ey, was ist jetzt gleich bei der Hütte abgehen wird? Also, sprachlos, Digga. Absolute Gänsehaut. Das größte Stadion hier bei dieser Europameisterschaft. Jetzt geht's los. Kommt keiner Stadion, Leute. Es ist, glaube ich, zu laut werden jetzt, ne? Das ist zu laut. Das ist zu laut jetzt, Leute. Ist das krank? Alter, wie laut ist das bitte? Alter, Junge! Lauter als
bei den beiden anderen Spielen so war. Das Spiel hat diesmal angefangen. Oh. Das Ding ist auch, alle stehen, keiner sitzt, alle sind am Stehen. Alle sind am Stehen, Leute, und machen hier alle. Das ist verrückt. Oder hier Dezibelmesser. 105 hier. Arda, Arda. Halbzeit, Freunde. 1-1. Vorhin dachten wir alle 2-0. Dann Abseits.
Da macht Georgien das 1-1 und kommt richtig gut ins Spiel rein. Man muss sagen, Türkei hat die Anfangsphase gemacht, aber am Ende hat Georgien echt gut zugeschlagen und das 1-1 geschossen. Aber war wirklich ein spannendes Spiel bisher. Und mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit weitergehen wird. Also bisher auf jeden Fall das spannendste Spiel, was ich von den anderen dreien gesehen habe. Let's go!
Spannung. Am Ende, man denkt, vielleicht noch 2-2. Und dann kommt die Erlösung, das 3-1. Das war geil, Alter. Spannung bis zur letzten Sekunde. Pfosten in der Nachspielzeit. Oder Wahnsinn, ich kann nicht mehr. Aber dann! Let's go! Let's go! Unglaublich, also das war bisher der geilste Stadion-Block. Wir sind jetzt raus aus dem Stadion, jetzt geht's zurück. Junge, 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 what a game. Bruder, du bist doch nicht aus Zucker? Wir sind alle unter Regenschirm. Schokolade, Spaß. So, jetzt hier Autokurs oder was? Überall die Leute, kommen wir kaum voran. Portugal, erste Halbzeit gleich vorbei. Überall hängen die Leute aus dem Auto hier. Überleg mal, wir sind seit 45 Minuten einfach unterwegs. Ja. Also wir sind vielleicht 100 Meter weitergekommen. Krass, Fuß werden wir schneller. Wir wollen einfach nur umbringen. Boah, Leute, Alter, hier geht die Post ab. Ey. Dortmund ist am Brennen. Dortmund brennt. Mal Fenster runter. Hier am Auto wird doch schnelles Geld gemacht hier. Zack, zack. Zap, zarab. Fabian, komm mal hinter dir. Ich filme jetzt ganz unauffällig dich. Ja, und hat einfach Fenster. Mach die Kamera aus! Freunde, es ist Ausnahmezustand. Zwei Stunden, wir kommen nicht weg. Portugal spielt auf Handy am Gucken. Verrückt. Ausnahme. Türkei hat EM gewonnen. Europameister! Digga, was geht denn da? Scheiße! Das ist verrückt. In jeder Stadt, auch bei uns in Düsseldorf, habe ich gerade Nachrichten bekommen. Alles full. Altstadt, Königsallee, überall. Ronaldo Freistoß Tor jetzt. Oh mein Gott, der hält den. Ah, Mann, ey. Ah, der war scheiße geschossen. Oh, Tschechien führt gegen Portugal, Leute. Ich geh mich gleich hier begraben. Ja, was ist das denn, Alter? Mann, ey, der Tag hat so gut angefangen und endet so scheiße, ey. Einfach Obama mit dir, wie heißt das, observiert? Nee. Eskortiert? Eskortiert, Alter. Passing. Was geht hier ab, Alter? Nicht überholen. Alles nicht weg, überholen, Alter. Nicht überholen. Was geht hier ab? Ah, das ist am Bus. Ja, 1-1 Portugal. Let's go, Eigentor. Vamos, Portugal. Portugiesisch. Zack, Eigentor. Da kann der Arme nichts machen.
Schade. Jawoll! Portugal gewonnen. Portugal 2-1 gewonnen, Leute. Der Tag endet super, fängt gut an und endet super. Let's go. 90. Minute. Ich hab Hunger, Junge! Conceição? Ich bin nicht sicher. Wie ist das? Hunger. Ich bin nicht sicher. Hola, Madrid. Ich bin nicht sicher. Als Mann. Eieieiei. Jetzt gibt's nochmal schön nach dem Spiel hier frittierte Chicken Wings, Tenders, Menders. Hier einfach Portion für Kylie, für meinen Hund. Sei mal ehrlich, was das? Ein bisschen Pommes mit so leichtem Dönerfleisch. Oh, das sind auch nochmal Hot Wings, Dürüm. Ja, und danach brennt es doppelt. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Schön Ambiente hier. Wir sind irgendwo in Gelsenkirchen. Schalke. Und wir gönnen uns das Ayurveda. Komm, let's go. So, Freunde, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ey, was soll ich euch sagen? Das war für mich das geilste EM-Spiel, auf dem ich bisher gewesen bin. Und auch das geilste überhaupt bisher bei dieser EM, muss ich sagen. Also, wir haben geile Tore gesehen und vor allem diese Stimmung. Ich bin ja selber auch halb Türke und ich habe mich da so wohl gefühlt bei den ganzen Leuten da. Es war einfach geil, Alter, zwischen den ganzen Leuten da mit allen zusammen zu feiern. Und man merkt so, dieser Zusammenhalt ist da. Das ist immer bei der EM so mit den ganzen Ländern. Jeder mag sich untereinander. Also einfach diese Liebe ist im Raum und das finde ich halt einfach geil. Vor allem bei dem Türkei-Spiel, also die Fans, wie die abgegangen sind auch. Es war teilweise echt anstrengend fürs Ohr, wenn die gepfiffen haben. Boah, das war so laut gewesen. Aber dann, wenn die Stimmung gemacht haben oder wenn ein Tor gefallen ist, da was abging und wie alle durchdrehen und... Also es war wirklich Wahnsinn. Also es gehört auf jeden Fall zu meinen krassesten Stadionerlebnissen überhaupt mit dazu, das Game heute, muss ich einfach so sagen. Also dann auch in diesem Stadion vom BVB, so ein riesen Stadion mit 80.000 Leuten, wo gefühlt irgendwie 70.000 Türken am Start waren. Also es war absoluter Wahnsinn, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da für diesen Banger-Banger-Vlog. Unglaublich. Ich muss irgendwie Samstag zum Spiel Türkei-Portugal. Das wird nochmal eine Messlatte höher. Ich muss dahin, egal was man für eine Karte zahlen muss. Ich muss dahin. Ich hoffe, ich werde es schaffen, Leute. Falls ja, werdet ihr es sehen. Ich bin dabei wahrscheinlich beim Spiel Spanien-Italien jetzt auch noch dabei. Also kommt dann direkt schon der nächste Vlog. Und ja, es macht unglaublich viel Spaß, Leute. Deswegen, Leute, damit die Videos auch abgehen und ihr auch ein bisschen Liebe mir zeigen könnt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich verabschiede mich und gehe jetzt schlafen, ey. 3 Tage hintereinander war ich jetzt auf Spielen gewesen. Das ist wirklich ein Privileg, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass ich das alles erleben kann so. Und deswegen, Leute, sehen wir uns die Tage bei weiteren Videos wieder. Haut rein und ciao.